Und diese kleinen Minimissionen, ich mag das irgendwie. Das ist wirklich eine tolle Sache. Dass man eben nicht nur irgendwelche Sachen abschießen muss oder Sachen sammeln muss, sondern wirklich auch mal so kleine Nebenmissionen hat. Die dann auch hier einigermaßen zur Story passen. So, wo bist denn du? Du bist jetzt da links. Okay, dann würde ich sagen, haben wir denn hier noch in der Nähe irgendwas zum Aufsammeln? Hier hätten wir noch eine Truhe und eine Mission, die verfügbar ist. Ich glaube, wir geben aber erstmal die eine Mission ab, bevor wir die nächste machen. Ja, das... Oh, ich dachte schon gerade. So. Wir geben erstmal die eine Mission ab. Ich weiß gar nicht, die Flaggen hatte ich alle abgeschnitten, ne? Ich glaube, damit waren wir fertig. Damit sollten wir fertig gewesen sein. So, gehe ich hier richtig? In der Annahme, dass ich falsch gehe. Na, ich gehe sowas von falsch. Wir sind hier in die Richtung, ne? Hier und dann da oben, okay. Ich laufe mal gerade ein bisschen, damit wir etwas schneller sind. Da hängt ja schon wieder so ein Ding. Okay. Brauche ich aber, glaube ich, gerade nicht. So, da oben irgendwo war unser Kollege. Ich glaube, auf der anderen Seite hier, ne? Da an der Hütte, kann das sein? Ja, es könnte sogar fast so sein. Uah, Lara. Das war super. Hey. Ah, punktgenaue Landung. So, irgendwo hier oben. Ich renne jetzt einfach mal hier hin. Die Musik verheißt doch schon wieder nichts Gutes hier. Warum ist hier so eine mega geile Musik? So, wo war der Eingang nochmal zu der Höhle? Ich glaube hier, ne? Ich glaube, da kamen wir zur Höhle. Ich muss mal gerade gucken, zentrieren. Den Wegpunkt setzen kann ich mir da nicht. Wir mussten durch die Höhle auf jeden Fall da rein. Ich habe mir ja schon mal einen Wolf gesucht da. Weil ich das nicht direkt gefunden habe. Uah! Uppla. Entschuldigung. So. Ja, wie gesagt, die Karte ist noch neu für mich. Bei dem... Hallo? Hallo? Geh doch mal hier. Alter, die kann nicht über diese Kante drüber. Das ist Wahnsinn. Bei dem alten Tomb Raider, bei dem Rise of the Tomb Raider, ich nenne das schon altes Tomb Raider, dabei ist es gar nicht so alt, kannte ich die Karte ja wenigstens ein bisschen besser. Hier ist es wirklich so, da muss ich erstmal schauen, wo alles ist. So, Kollege, wie sieht's denn aus? Ich habe alles gemacht. Was kriege ich denn jetzt? Willkommen zurück. Ja. Was haben Sie erfahren? Sehr viel. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gute Reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Oh, hallo. Gewehrschalldämpfer. Juhu. Super. Und Fähigkeitenpunkt. Dann würde ich doch sagen, gehen wir doch hier mal direkt an das Feuer. Stimmt, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Dass man hier nicht ans Feuer kann. So, das haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich fast sagen, nehmen wir uns die nächste Mission oder holen wir hier noch was? Was müssen wir denn hier noch machen überhaupt? Haben wir jetzt hier eigentlich noch irgendwelche Albträume? Ich muss mal gerade gucken. Ich raff das hier sowieso noch nicht so ganz hier. Dokumente, das sind... Oh, Alter, wie viele Dokumente uns noch fehlen. Wahnsinn. Okay, Relikte und Ressourcen. So. Wir haben jetzt hier die Sowjetanlage mit 71% erst. Hohoho. Okay, hier ist sonst nichts mehr in der Nähe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Mission und schauen mal, was die von uns wollen. So. Next Mission ist jetzt hier quasi gesehen da unten. Okay. So, Entschuldigung, dass ich euch in den Kopf schießen wollte. Ach Mann. Ja, ich grüße dich auch. Ist schon Wahnsinn, was man hier so manchmal erlebt. So, ist immer noch richtig. Jawohl, da vorne ist es. Ach, hier bei der Holzhütte. Bei der einen von den vielen. Jetzt wahrscheinlich da drin. Ach, da ist noch ein... Ach, da ist auch noch... Ein Lagerfeuer, dann gehe ich da gerade mal hin. So, und bringen mal gerade hier unser Waffen-Upgrade an den Mann. Ein Gewehrschalldämpfer. Gewehre oder Schrotflinte? Ich glaube Gewehr, ne? Ich glaube tatsächlich Gewehr. So, wir haben das Stummgewehr, wir hätten aber auch noch ein Repetiergewehr. Schneeflocke, ja, die macht halt nicht so viel Schaden, ne? Und Goldfang. Oh, Goldfang! Vergoldetes Repetiergewehr, das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Ist das so eine Art Scharfschützengewehr? Ich nehme das gerade mal. So, polierter Bolzen. Das sieht ganz danach aus, ja. Jetzt ist nur die Frage. Warte mal, wir gehen nochmal einen zurück. Ich will gerade mal wissen, ehrlich gesagt. Den Schalldämpfer. Verschlussgehäuse, massengefährliches Magazin. Habe ich jetzt... Habe ich wieder irgendwas überlesen vielleicht? Warte mal.
Hüllte Scharnier, massengefertigter Auslöser, Laufmantel. Also, dass das nur für eine bestimmte Waffe gilt. Habe ich doch mit Sicherheit wieder irgendwas überlesen. Verschlussgehäuse. Ach, da ist er ja schon. Stimmt, da. Hier, habe ich gar nicht gesehen. Den haben wir jetzt immer dabei. Wahrscheinlich können wir das wechseln. Okay. So, Schneeflocke. Ich guck mal gerade, können wir das jetzt... Haben wir das bei allen? Ja, Tatsache, da ist er auch. Ich würde, glaube ich, gerne mal mit einem Scharfschützengewehr arbeiten. Repetiergewehr, vergoldetes. Was ist jetzt hier der Unterschied? Die sind eigentlich beide gleich gut. Ich nehme mal das vergoldete. Das ist ein bisschen schöner. Und dann machen wir hier mal noch Nachladegeschwindigkeit. Der polierte Feuermechanismus reduziert die Störanfälligkeit und beschleunigt das Nachladen. Anwendbar bei allen Repetiergewehren. Gefällt mir gut. Machen wir. So, was können wir hier noch machen? Massengefertigte Auslöser. Zusätzliche Auslöserempfindlichkeit erlaubt leichteres und schnelleres Feuern. Anwendbar bei allen Schrotflinten außer Vollautomatikflinten. So, Compoundbogen. Wir haben immer noch hier das nicht freigeschaltet. Was fehlt da? Oh, wir brauchen Material. Die geschmierten Cams und die Klappaufnahme. Gottes Willen. So, Aufnahme mit Klappe natürlich. Geschmierte Cams. Die Cams werden für reibungslosere Bedienung geschmiert. Was das Schießen flüssiger und schneller macht, anwendbar bei allen Compoundbögen. Schön. Dann machen wir das doch bestimmt auch noch beim nächsten Mal. Und jetzt gehen wir erstmal den Fähigkeitenpunkt noch an den Mann bringen. So, Kämpfer. Ausweichkill. Starke Medizin. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Ich habe ja jetzt doch das ein oder andere Mal das benutzt, dass man sich im Kampf heilt mit der V-Taste. Dann nehmen wir da weniger Schaden oder können nicht verletzt werden. Das ist gut. So. Da kam eben schon der Hinweis, Verbündete in der Nähe. Der kann eigentlich nur hier oben sein. Da ist er doch schon. Lara, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, Talente habe ich jede Menge. Wo ist das Problem? Ich warte auf einen Briefvogel mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns. Ja, ich würde sagen, probier's doch mal mit E-Mail, aber ich glaube, hier oben gibt es keinen Empfang. Das wüsste ich zu schätzen. So, orten Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade lachen muss. Den Briefvogel. Okay, hier gibt es also keine Tauben, hier gibt es Briefvögel. Schön. Ach, keine Ahnung, warum ich das gerade so lustig finde. Ach, eine Schande, wir müssen den also hier... Ach, du lieber Gott, jetzt müssen wir einen Vogel suchen. Oh, wei. Okay, hier ist aber irgendwo noch eine Truhe. Die nehme ich erstmal mit, die steht hier irgendwo, oder? Irgendwo wäre hier eine Truhe, die ist wahrscheinlich unten. Das eine ist da vorne, aber hier wäre angeblich noch eine. Ach, guck mal hier, was... Alter, wie gemein! Wie gemein das hier versteckt ist. Wer kommt denn da auf die Idee nachzugucken? Hier, da guck mal, ja. Das ist ja der Knaller. So, was gibt's da? Schön Material, ne? Vollautomatikflinte, 2 von 4. Sehr schön. So, dann haben wir hier sonst nichts mehr. Hier hätten wir noch ein Münzversteck und ein Überlebensversteck. Dann würde ich fast sagen... Ja, hier ist ein Lager. Sollen wir erst gerade das Überlebensversteck hier plündern? Ich würde fast sagen, ja, dann gehen wir nämlich zurück. Dann gehen wir gerade schnell zum Überlebensversteck. Ach du Scheiße, das ist da oben. Das war ja jetzt wieder sehr schlau von mir, da erst zuerst hinzugehen. Gottes Willen. So, da ist ein Seil. Mal gerade gucken. Das können wir, glaube ich, auch benutzen. Wo kommt das denn an? Ach, da. Komme ich da dran? Wenn nicht, gehe ich, glaube ich, doch erst zu dem anderen. Ich glaube, da komme ich nämlich nicht dran, ne? Können wir übers Dach irgendwie da drüber? Mal gerade gucken. Hast du den Vogel gefunden? Nein. Wir brauchen die Nachricht. Ich hab doch selber einen. Ich brauche keinen. Ich habe ihn noch nicht. Ja. So, nee, das geht so leider nicht. Wir können da nicht dran springen. Verdammt. Ah, da muss ich da oben über die Brücke. Ah, jai. So, bevor der hier noch 30 Mal nach dem Vogel fragt, gehe ich jetzt mal außen rum. Ja, dann hier irgendwie rüber und dann müssen wir da oben zu der Brücke. Wahrscheinlich, ja, so. So, ja, das war jetzt wieder sehr... Warte mal, ist da ein Lager in der Nähe? Da ist sogar ein Lager in der Nähe. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt da den Weg ewig suche. Das heißt zwar immer, der Weg ist das Ziel, aber ganz ehrlich.
Ne, das machen wir nicht. So, da vorne. Wir reisen da kurz hin. Wir reisen da kurz hin. Und dann gehe ich direkt in das Gebiet, wo der Vogel sich aufhalten soll. Alter, jetzt müssen wir nach einem Vogel suchen. Ich fasse es nicht. Ich habe mir sonst nichts Besseres zu tun, als irgend so einen Wellensittich wieder einzufangen. Der wahrscheinlich hier sowieso nichts zu futtern findet. Ein Briefvogel, das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im 21. Jahrhundert, da arbeite ich doch nicht mehr mit Brieftauben. Ich weiß sowieso nicht, ob das heutzutage überhaupt noch gemacht wird. Gibt es sowas noch? Gibt es noch Brieftauben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und wenn, dann wahrscheinlich nur, ja, so zu Hobbyzwecken. Oder wenn mal einer, keine Ahnung, so ein Real-Life-RPG macht oder sowas, ja. Keine Ahnung, dann vielleicht gibt's das dann als besondere Eigenschaft oder so, dass einer mit Brieftauben dann die Missionen verschickt. So, da ist noch ein Überlebensversteck. Da hinten, okay. Irgendwo hier vorne ist noch eins. So, mal gerade gucken, hier so. Da vorne, okay, bei dem Häschen. So. Wunderbar. Immer her damit. So, das haben wir auch. So, jetzt im Prinzip wieder zurück. Ach, ist das schön. Oder warte mal, wir können doch jetzt, glaube ich, die Abkürzung nehmen. Wir können doch jetzt einfach ans Seil springen, wieder runter ins Tal, oder? Dann brauche ich nicht schon wieder schnell reisen. Drunter im Tal, ja, da sitzt das kleine Ottili. Ich sollte nicht singen. So, wo haben wir denn, jetzt das Seil? Welches? Wo ist denn da vorne das? Warum leuchtet das da so? Ach, das ist ein Scheinwerfer. Das ist doch hier das Seil, ne? Ich glaube, das ist das, ja, genau, das führt zur Hütte. Da können wir, hui, wieder runter ins Tal. Da unten habe ich gerade was gesehen. Da ist irgend so ein Brett oder sowas. Aber ich glaube, hier unten müssen wir nichts mehr sammeln, oder? Nee, da ist alles gesammelt. Sonst hätte ich da gerade nochmal geguckt. So, wir haben hier rechte Seite irgendwo noch ein Münzversteck. Hier so in die Richtung. Jawohl, da ist es. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir den Vogel finden. Ach, ist das schön. So, einfach geradeaus weiter. Oh mein Gott. Hier sind ja schon jede Menge Vögel. Ich glaube aber nicht, dass das der richtige ist. Oh Mann, das ist ja... Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, sind wir schon... Nee, noch, ja doch, wir sind... Wir sind schon im richtigen Gebiet. Oh Gott. Ein Vogel finden. Ich fasse es nicht. Wo soll denn der jetzt bitte sein? Was blinkt da? Ist das der? Ah, warte mal. Das ist der, oder? Ja. Okay, das ist der Briefvogel, alles klar. Ist doch recht auffällig. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. So, der ist jetzt da oben drauf geflogen. Toll. Ah, da fliegt er. So, den müssen wir abschießen, oder wie war das, ne? Hallo? Was? Wo fliegt er denn jetzt hin? Freunde? Das ist aber jetzt nicht so lustig. Der ist jetzt da oben ins Gebälk geflogen. Toll. Das ist ganz super. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr stolz darauf. So, okay. Das hat... oh, das sind Feinde. Hä? Jetzt blinkt's wieder da unten. Was? Okay, pass auf. Wir machen erstmal hier gerade Folgendes. Na? Ja, das hat ja wieder super geklappt. Ich hätte direkt meinen Doppel-Headshot-Angriff nehmen sollen. Peng! Jetzt werden wir auch noch direkt beschossen. Wo? Was? Wer? Von wo? Ach, da oben! Scheißdreck. So. Ach, da vorne. Scheißdreck war das. So. Zack, den haben wir. So, irgendwo ballert hier noch einer. Ah, hier, Ballaton. So, Mann getroffen. Mach Dinger. So, den haben wir. Erstmal hier so ein bisschen das Waffenarsenal ausdünnen. Ich will ja nichts sagen, aber... Meine Kollegen sind hier gerade rundherum gestorben und der steht erstmal da und wärmt sich an der Pennertonne. Das ist ja... Ja. Also gute Söldner sind heute wirklich schwer zu finden. Warte mal, ich glaube die Vögel, die fliegen sowieso alle da hoch, oder? Vielleicht ist das hier so ein Spawnpunkt für diese Tauben oder so. Ich habe ja keine Ahnung. So. Jetzt gucke ich gerade nochmal.
Was denn hier so grün blinkt? So, das ist jetzt wieder die Stelle hier unten. Da sitzt was. Muss ich den jetzt abschießen? Tatsache. Okay, das war jetzt aber, glaube ich, keine Brieftaube, ne? Ich glaube, ich habe einen Raben abgeschossen. Also der sitzt immer da, ja? Okay, dann ist ja alles gut. So, sitzt es ja hier irgendwo noch? Kann ich den jetzt plündern oder so? Was zum Häuten? Ja, das ist doch hier, ne? Das ist doch... Ah, war doch eine Taube. Okay. Also alles gut, der Vogel sitzt immer an derselben Stelle. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, wir müssten jetzt hier ewig lang rumsuchen und gucken, wo der Vogel hinfliegt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder auch den Brief. Wer auch, was auch immer. So. Hast du den Vogel gefunden? Wir brauchen die Nachrichten. Ich habe Ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Ja, genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen Ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden Ihnen was, Lara. Wir alle. Sehr schön. Schrotflinten-Zylinder-Choke. Neuer Waffenaufsatz. Aufsatz an passende Waffen angebracht. Okay, haben wir also automatisch. Brauchen wir nicht extra ausrüsten am Lagerfeuer. Das ist gut, das habe ich, glaube ich, eben überlesen. So, dann haben wir hier alle Missionen fertig. Oder, es sieht fast so aus, ja. Also hier haben wir jetzt keine Missionen mehr. Wir sind jetzt bei 74%. Ach, ist das schön. Okay, Münzversteck. Ich würde sagen, hier oben gehen wir mal gerade hin. Dann holen wir uns da noch das Münzversteck. Da noch das Dings... Also das Überlebensversteck. Dann haben wir hier unten noch jede Menge. Und da ist auch noch ein Grab, wo wir nicht waren. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Und da haben wir auch noch ein Grab. Ach du lieber Gott, kein Wunder, dass hier noch so viel offen ist. Was hier? Höhle. Da waren wir auch noch nicht drin, oder was? Würde ich ja fast schon sagen, dass es nicht so ist. Aber gut, okay. Wegpunkt. Damit wir das hier schneller finden. Wie gesagt, ohne Wegpunkte wäre ich hier, glaube ich, komplett aufgeschmissen. Also wen das stört, dass ich hier die Wegpunkte benutze, tut mir leid, aber ich will das jetzt hier auch nicht ewig in die Länge ziehen. Gerade bei solchen Sachen, jetzt hier ewig rumzusuchen, da habe ich keine Lust drauf. Warum blinkt der denn hier so? Ich glaube, es hackt. Was ist denn hier los? Jetzt hier die Rache der Wölfe oder was? Ich glaube, es hackt. Ich denke, was ist denn jetzt? Die zieht die Waffe. Kommt da erstmal eine Horde Wölfe die Treppe runter? Ich glaub's nicht. Was ist denn los hier? Entschuldigung, dass ich hier euer Rudel ausgedünnt habe. Also, ich meine, ich wollte ja nur überleben. Also, kommt da erstmal eine Horde Wölfe? So, da oben ist das... Ach, das ist da oben drauf. Okay. Heiligsblechle. Okay, da in dem Fall arbeite ich definitiv nicht mit dem Bogen. Also bei Nahkampf bei aller Liebe. Da treffe ich ja nie. So. Ich glaube rechts, ne? Ja, das sieht gut aus. Also Spiel hat noch einiges auf Lager, muss ich schon ehrlich sagen. Auch wenn man es durchgespielt hat, hier sind noch einige Stellen, wo man böse Überraschungen erleben kann. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war bei Teil 1... Da waren auch ab und zu nochmal Gegner, aber sehr, sehr wenig. Also es war wirklich schon sehr selten, dass man irgendwo auf Gegner getroffen ist. Warum kann ich denn hier... Moment, das ist da oben drauf. Warum kann ich da nicht hin? Hab ich hier irgendwo... Ach, da ist eine Kletterwand. Ich glaube zum Beispiel in der Barackenstadt, da war es so, dass man ein oder andere Mal noch über einen Gegner getroffen ist, aber sehr sporadisch. Also das war nicht so wie hier, dass wirklich dann überall nochmal Wachen rumstehen oder so. So, Münzversteck. Sehr schön. Okay, so, dann haben wir da noch ein Überlebensversteck. Das zentriere ich mir auch mal gerade. So, wo soll das sein? Gott. Da so. Okay, kann ich hier einfach runter? Das sieht sehr hoch aus, leider. Nee, komm. Ich glaube, ich gehe das Risiko lieber nicht ein. Wir gehen hier einfach wieder runter. Das machen wir jetzt lieber nicht. Brieftaubenjagd eben. Also, ich habe ja schon viel gemacht hier in Tomb Raider, ne? Aber, oh. Aua. Aber das ist mir echt neu. So, hier haben wir noch einen... Le Plünderung. So. Wo ist das? Da vorne. Okay, alles klar. Ich glaube, danach gehe ich mal in den Grab noch. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Action. So. Action, wird der Arnie sagen. So, da ist eins. Da können wir wahrscheinlich hier über diese...
gestrichelte Linie rüber. Wir haben jetzt hier alles erledigt, ne? In dem Gebiet ist alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Grab. Dann kommen wir hier unten zum Dokument und kommen hier unten in die Ecke. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann machen wir jetzt hier mal Le Wegpunkt für die Ecke. So, das geht hier oben lang. Da müsste es eine Verbindung geben, laut der Karte. Wahrscheinlich eine von den Seilen, ja. Ich könnte ja mal meinen indischen Seiltrick zeigen, aber ich glaube nicht. Ah, na toll, hier jault's schon wieder, das ist ja super. Kennst du bestimmt hier, ne? Jaulius Caesar. Oh Gott, nein. Ah, manchmal, so. Wir könnten da auch schnell hinreisen, weißt du was? Ich glaube, ich mache das sogar. Wir haben hier irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe. Das ist da oben auf dem Berg. Da geht auch ein Weg hin eigentlich.